So, denn da bin ich wieder. Entschuldigung, es hat etwas länger gedauert. Ich musste mir doch tatsächlich echt noch ein Brot machen. Ich hatte richtig Hunger. So, gut. Was? Speichern. Nee, Gina, ich speichere das jetzt nicht ab. Wenn es scheiße ist, dann ist halt scheiße, kann man nichts machen. Ich werde das jetzt so durchziehen. Dieser Cliffhanger! Und was ist mit uns? Was? Ich möchte Graubrot mit Bratenaufschnitt haben, bitte. Was? Habe ich gar nicht da. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? So. Eis habe ich auch nicht da. Weltmeisterbrot habe ich auch nicht da. Ich habe nur Toast da. Toast, Toast, Toast. Ah, so, meine Lieben. Da seid ihr jetzt gefragt. Was antworte ich? Sage ich ihm, dass es Duras selber war? Sage ich ihm, die Spur ist kalt, der Mörder ist schon über alle Berge? Oder sag ich ihm, es war der Barin, der sich am Aufzug versteckt. Nein, kein Vollkorntoast. Normales Toast. Sandwich Toast, genau. Wie gesagt, die Wahrheit wäre, dass ich ihm sage, dass es Duras selbst ist. Der mir quasi auch den Auftrag gegeben hat, die alle, der hat mich ja hier durch die ganze Weltgeschichte gejagt, um mit allen zu reden, obwohl er es die ganze Zeit selber war. Nur um herauszufinden, wo seine Schatulle ist, im Endeffekt. Ne? Bei dem, was ich ihm dann nach und nach erzählt habe von den ganzen Leuten, die ich ausgefragt habe, ist er dann darauf gekommen, dass der Barin seine Schatulle haben muss. Okay, Gina möchte, dass ich die Wahrheit sage. Also verpetz ihn. Also zwei Votes für die Wahrheit. Ich habe schon gesagt, Ivi, Mama Mutti hatte heute auch so eine Situation bei der Brücke, warum der jetzt einen neuen Techniker losschicken musste. da habe ich auch die Auswahl gehabt, entweder ich bin etwas gediegener und sage, okay, ich halte still, andererseits komme nicht blöd, sonst kriegst du auf die Fresse. Und das hat dann Mama Mutti gewollt und ergo ist der Typ gestorben und darum musste ein neuer Techniker zum Aufzug geschickt werden. Okay, dann mal los. Duras selbst ist der Mörder. Was? Was redest du da für einen Unsinn? Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Askor ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da! Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. Du, Gina, ob ich den brauche, das ist jetzt hinfällig.
Als wäre ein Schildbruder gewesen, also der hätte mir quasi als Begleiter gedient. Im Endeffekt. Ich hätte den dann mit auf den Weg nehmen können. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Wow. Und Madman HLB, danke für deinen Host. Schönen guten Abend an dich und deine Leute. Obwohl ich sehe gerade, es war ein Autohost. Trotzdem danke. Sind noch ein paar Lurker beim Matty drin. Guck mal einer an. So, und Duras wird mich jetzt hassen. Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter. Mag sein. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Nur zu! Ich habe nichts mehr zu verlieren. Lass mich nur mal. Eieieiei. Nee, das ist ein Zweikampf gewesen. Da halten sich Begleiter raus. Aus solchen Zweikämpfen halten sich Begleiter grundsätzlich raus. Das ist eigentlich fast in jedem Game so. In jedem RPG so. Duras wurde gerichtet. Das sind keine guten Nachrichten, aber gut, dass es erledigt ist. Hier hast du deine Belohnung. Was meine Unterschiede